Ahoi und herzlich willkommen zur Marktminute am Pier. Heute mit der Behauptung, Kunden kaufen keine Produkte, sie kaufen auch keine Dienstleistungen. Aber was denn dann? Kunden kaufen sich eine Lösung für ein Problem und sie kaufen sich damit ein gutes Gefühl. Ein Marketingprofessor an der Uni Harvard hat das in etwa so gesagt: Die Leute wollen keinen 6er Bohrer kaufen, sie wollen ein Loch kaufen. Das Produkt ist dabei nur Mittel zum Zweck. Unternehmen tun daher gut daran, sich weniger auf das Produkt und mehr auf den Zweck zu konzentrieren. Was möchte der Kunde erreichen? Welches Problem muss gelöst werden? Wie soll er sich dabei fühlen? Welche Bedürfnisse können angesprochen und auch erfüllt werden? Als Beispiel: Harley-Davidson verkauft keine Motorräder. Harley-Davidson verkauft Freiheit. Deren Kunden wollen und kaufen genau dieses Gefühl von Freiheit. Auch Nike verkauft keine Sportschuhe. Nike verkauft den Helden in dir, der dich zu Höchstleistungen antreibt. Im Marketing sollte es also weniger um die Frage gehen, was kann mein Produkt? Und vielmehr um die Frage, was genau hat mein Kunde jetzt davon? Bis zum nächsten Mal.